So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Die nächste Handelsstunde gehört dem DAX. Ich möchte gar nicht so viel hier in der Begrüßung verbringen, werde ich gleich noch tun, weil der Markt nämlich hier deutlich nach unten geht. Übergeordnet, wir haben 1, 2, 3 Top im Germany 30, im Stundenchart 1, 2, 3 haben die volle Bewegung, 4,23 sind jetzt in der Zone zwischen 4,23er und 5,81er Fibo-Extension, 2,77 bis 13.111. In der Zone kann man nach dem 1, 2, 3 Ausschau halten, also nach einem 1, 2, 3 Tief, würde also bedeuten, irgendwo ein Aufwärtsimpuls, dann ein Unvermögen, tieferes Tief auszubilden und dann ein höheres Hoch. Dann hätten wir hier nochmal die Chance, im Rest der Woche quasi uns damit auseinanderzusetzen. Sollen wir jetzt über 13.381 schließen oder sollen wir das, schafft der Markt das wieder nicht? Im November, Dezember, Januar hat das ja schon mal versucht. Und es wird eben im Big Picture wichtig sein, dass wir, wenn wir uns den Monatschart anschauen vom Germany 30, da wird es im Big Picture eben wichtig sein, da möglichst drüber zu schließen, weil wir dort eben eine Projektionszone haben, eine Fibonacci-Projektion. Monatskerzenchart, hier ist er. Naja, ist hier ganz schön viel eingezeichnet. Auf jeden Fall geht es hier darum, diesen Impuls von Februar 2016 bis April 2016. Jetzt mache ich doch nochmal einen neuen Chart. Also Februar bis April 2016, die 1,61er Fibonacci-Extensionsmarke, die liegt hier bei 13.381. Ein Monatsschlusskurs darüber würde uns und könnte uns bringen in Richtung 15.171. Scheitern wir daran, könnte das eben dieses neue Allzeithoch, das wir im DAX zwischenzeitlich haben, bedeutungslos sein. Technisch wäre dann erneut kein Signal für ein nächst höheres FIBO-Level ansteuern gesetzt und wir könnten noch einmal einen Test haben im Monatschart bei 12.417, die dort liegende 20-Monats-Linie und 12.275 nochmal testen. Also aufpassen hier im Rest der Woche, vor allem am Ende der Woche, 13.381 Punkte, wie es da an der Stelle weitergehen wird. Der Goldpreis, der dreht deutlich nach oben auf, 1,92% fast schon im Plus. Hier im 5-Minuten-Chart sieht man nun auch hier die impulsive Geschichte. Das ist ein Aufwärtstrend, da ist Momentum aufwärts dahinter, gar nichts dagegen irgendwie zu sagen. Derzeit von Top- oder Trendwende ist hier nichts zu sehen. Hier geht es also weiter aufwärts. Tja, technisch jetzt hier im 5-Minuten-Chart in Germany 30 möchte ich mich wie jeden Tag hier auch orientieren an der Öffnungshandelsspanne. Mag sein, dass ich hier ein bisschen spät dran bin. Tatsächlich geht hier gleich voll los. Wir haben hier bereits eine Signalkerze, 2,3660, die wir unterschreiten. 2,02% hier das Gold schon im Plus. Also hier sehen wir ganz klar nun die Umschichtungen von Aktien in Gold. Setzt sich hier fort. Der Bitcoin heute Nacht gescheitert hier an einem neuen Hoch. Ist jetzt hier 0,4% gegenüber Freitag im Plus. Zwischenzeitlich hatten wir beim Bitcoin versucht, hier die 10.000-Punkte-Marke 10 am Wochenende zu knacken nach oben. Das hat nicht geklappt. Technisch beim Bitcoin ist die Situation jene, dass wir hier nun ein ähnliches Setup haben wie beim Gold. Ja. Hier haben wir auch dieses ganz große Top und der Bitcoin, der rennt jetzt gerade gegen diese 10.550-Dollar-Marke. Und sollte man die nachhaltig überschreiten, nun wäre die Chance da, dass wir einen bullischen Druckaufbau gegen dieses Top bekommen. Und wenn wir uns den Goldpreis anschauen im Wochenkerzenchart, da ist Gold schon ein bisschen weiter fortgeschritten, weil da haben wir hier auch das Top. Wir sind über die 15,32 gegangen und könnten jetzt hier eben sehen, den bullische Druckentladung nach oben. Also ist die Frage, ist Gold ein Frühindikator für den Bitcoin? Also spannende Geschichte hier.
den Bitcoin auch zu beobachten, was der heute so und in den nächsten Tagen so machen wird. WTI wird spannend. Hier im 4-Stunden-Chart haben sie es jetzt dann doch nicht geschafft, obwohl es zwischenzeitlich so aussah, hier über 51, 85 zu bleiben. Wir haben eine Abwärtskurslücke im Rohöl-WTI. Unter 51, 85 steht die Bodenbildung vom 5. bis 14. Februar unter Beschuss, muss in Frage gestellt werden. Und sollten wir da jetzt drunter bleiben, dann wird es eben auf Wochenschlusskursbasis spannend. Nämlich auf Wochenschlusskursbasis hatten wir bereits den ersten Schlusskurs unter der pinken Linie unter 51, 41. Und sollte jetzt dieser Rücklauf nicht dahingehend enden, dass eine Bodenbildung kommt mit Extension nach oben, sondern der Markt so nach unten durchsickert, wir einen erneuten Wochenschlusskurs bekommen unter 51, 41, möglicherweise sogar ein tieferes Tief machen unter 49, 29, dann wäre diese im großen Bild, im Monatskerzenchart ganz gut zu sehen, diese große Bodenbildung in Frage zu stellen. Dann wäre ein Kursrisiko da bis 38, 87, möglicherweise sogar den ganzen Weg runter, 25, 73 und tiefer. Die diesen Ölpreis stützten, sind die OPEC und vor allem die OPEC Plus, die sich erweitert hat, um Russland, um eine höhere Preismacht zu bekommen, weil sie einfach ein größeres Angebot mit Russland, man hat Russland dazugeholt und zusammen fördert man mehr. Wenn man dann zusammen die Mengen steuert, dann hat man den Ölpreis noch halbwegs im Griff. Wenn die sich jetzt verstreiten, Saudi-Arabien und Russland, ich hatte heute Morgen bei Espresso was dazu gesagt, dann wächst automatisch wieder die Marktmacht von den Amerikanern, die ja durch Fracking Rekordölproduktion als einzelnes Land betrachtet, weltweit das größte, sind die USA der größte Ölproduzent. Und da gibt es keine Mengenkontrolle, außer der Preis fällt so stark. Dann sind ja die Fracking-Unternehmen auch über Junk-Bonds finanziert, aber da hat man auch gesehen, die US-Notenbank gibt dann da Stundungen aus. Die haben also die Möglichkeit, sich hier von der Rückzahlung ein paar Monate die auszusetzen. Das haben wir gesehen, dass der Ölpreis so deutlich hier unter Druck geraten ist. Also gibt es dann staatliche Hilfen und so weiter. Aber auf jeden Fall fördern die, um ihren Profit zu maximieren am Produktionsmaximum. Und da gibt es also keine Mengenkontrolle und so weiter. Also hier ganz entscheidende Geschichte hier beim Ölpreis. Nach wie vor zwischen 51,85 und 51,41 hier eine Supportzone. Euro-Dollar im Stundenchart oder im 5-Minuten-Chart muss man eher dahin zurückgehen. Haben wir in der letzten Woche beim Euro-Dollar hier ein 1-2-3 Tief ausgebildet. Und haben die volle Bewegung absolviert bis zum 4,23er. Das ist dann immer die Zone, wo ein 1-2-3 Top entstehen könnte. Es ist auch hier ein 1-2-3 Top entstanden. 6,325. 6,330. Also wer möchte, kann hier dieses Top einzeichnen in Rot und hat hier weitere Extensionsmarken. Sollte man weiter tiefer gehen, wäre hier noch eine offene, also hier eine laufende Bewegung. Man kann sich an den Fibo-Marken orientieren. SPX auch mit dem 1-2-3 Top in ähnlichen Situationen wie auch der Germany 30, hier in einem 4,23er, zwischen 4,23er und 5,81er Extension von diesem Top. Also die Chance, dass hier jetzt ein 1-2-3 Tief entsteht, ist gegeben. Insgesamt soll der Rückfall hier weitergehen, ohne dass ein 1-2-3 entsteht. Dann bitte aufpassen auf diese Bodenbildung vom 3. Februar. 3251 wieder die ganz wichtige Zone, dessen unterschreiten, die Bodenbildung in Frage stellen könnten, dessen Halten uns eine erneute Erholung bringen könnte. Also diese gesamte Coronavirus-Erholung,
fußt ja darauf, dass man sagt, okay, das Virus ist zwar da, aber es kann irgendwie unter Kontrolle gebracht werden durch ein Eingreifen der Notenbanken. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Sollte es jetzt Zinssenkungen geben, wie es ja die chinesische Notenbank schon angekündigt hat, soll es umfangreiche Konjunkturprogramme geben, wie es Japan, Südkorea, China ankündigten, dann ja, könnte das auch wieder stützend wirken. Also Stichwort Turnaround Tuesday morgen, vielleicht durch entsprechende Maßnahmen getragen. Für den Moment spielt der Markt hier erst einmal oder was heißt spielt, geht hier aus dem Risiko, die Anleger gehen aus dem Risiko raus. Was Einzelaktien angeht, eine Gazprom jetzt minus 3%. Wir hatten bei Gazprom die technische Situation, dass wir nun es geschafft hätten, theoretisch hier ein 1, 2 und dann eine 3 auszubilden. Die 3, die kam aber nicht oder nur in Form eines Evening Stars, einer Inselumkehr, eines Island Reversal. Dann haben wir hier an der Stelle sogar noch den Punkt 1 als Widerstand bestätigt. 6,78 und haben es jetzt zu tun mit einem bärischen Druckaufbau, potenziell mit tieferen Tiefs. Der erste Support aus dem großen Top, das hier die ganze Zeit auch aktiv geblieben ist. Die erste Zielzone 61,8 wird jetzt hier erreicht. Dort liegt auch die 200-Tage-Linie. Sollte das unterschritten werden, hätten wir noch weitere Ziele. 6,12 hier auf der Unterseite wäre eine weitere Extension aus dem Top. Goldpreis nähert sich 16,81,10. Eichstron nun auch. Nun, sie haben es letzte Woche versucht, diese Bodenbildung im Wochenkerzenchart und Wochenchart zu halten. Wir haben hier ein 1, 2, 3 und jetzt aber sofort eben eine bärische Kerze nach dem Schlusskurs. Über der 1 kommt gleich eine bärische Kerze wieder drunter. Jetzt mit einem Gap-Down hier minus 5,9%. Die Reaktion eben auf die allgemeine Marktschwäche schlägt auch hier bei der Eichstron durch. Da sind natürlich viele Stops, die hier auf jeden Fall, oder was heißt nicht auf jeden Fall, auf einmal gerissen sein dürften von Anlegern, die sagen, okay, ich bleibe so lange drin, wie hier quasi die Bodenbildung hält. Die tragen aber natürlich auch das Risiko über das Wochenende der Gestalt, dass es eben zu einer Abwärtskurslücke kommen kann. Und das haben wir jetzt hier eben genau an dem neuralgischen Punkt, kann nicht gehalten werden. Hier wird es jetzt wichtig sein, dass wir möglichst über die 10,53 nachhaltig und überzeugend drüber kommen, um uns zu stabilisieren. Wirecard minus 7,5%. Die Geschichte ist jetzt bei der Wirecard, dass wir hier zum einen das Gap Close gemacht haben. Wir haben bei Wirecard immer noch ein aktives 1-2-3 Boden hier, ja. Problem ist jetzt, die ganze Rallye hier steht jetzt unter dem Verdacht, ein pures Gap Close, ein pures Schließen der Kurslücke gewesen zu sein. Und wir haben hier nun auch ein 1, 2, 3 Top gebildet als Abschluss von dieser Gap Close Aktion, also von diesem Anstieg, der dazu diente, die Kurslücke zu schließen. Wir haben nach wie vor aber dennoch hier eine laufende Bewegung und können hier bei der Wirecard über 107,8 von einem intakten übergeordneten Boden sprechen, gleichzeitig aber auch das Kursgeschehen im Februar ist ein 1-2-3 Top. Sollten wir unter dem Tief vom 18. Februar unter 133,75 schließen, heute um 17.30 Uhr Xetra Schluss, dann kann man eben auch diesen Impuls bis dahin, von dort bis dahin auch abwärts wieder projizieren und sich dann an weiteren FIBO-Marken orientieren.
2,7% im Minus. Der Germany 30, weiterer Index, der verständlicherweise jetzt auch stark unter Druck steht, ist der Italy 40 in Italien. 4% im Minus. Hier der deutliche Rücklauf nach ersten Infektionsausbreitung in Italien. Das Coronavirus sehen wir jetzt eben hier auch ein ordentliches Gap Down im Italy 40. Das ist bisher hier kein Top, sondern ganz normaler Rücklauf, technisch betrachtet. Hier ein Fehlausbruch über das Hoch vom 5. Mai. Im Wochenkerzenchart ist letzte Woche die 25.130, eine Fibonacci-Extensionsmarke aus einer Bodenbildung hier vom Dezember Jahreswechsel 2018-2019 entstanden. Und wir testen jetzt die 20-Wochen-Linie bei 23.543. Also wir haben laufende Bewegung nach dem 1, 2, 3 Tief. Und man kann sich an den Fibo-Marken orientieren, ja auch bei diesem Rücklauf. Jetzt erst einmal, wenn hier eine große Trendwende kommt, dann muss es hier noch ein bisschen was passieren. Wir hätten dann hier quasi eine 1, eine Gegenbewegung, eine 2, müssen dann tieferes Tief bekommen. Für den Moment ist es einfach der Schock auf die Nachricht der Quarantänezonen im Norden des Landes. Zug, der über den Brenner nach Österreich wollte, wurde am Wochenende wegen Infektionen mit dem Coronavirus aufgehalten. Das lastet natürlich schwer. Lufthansa auch deutlich unter Druck. Aktuell hier ein Minus von 7% bei Lufthansa. Hier haben wir die technische Situation nun so gehabt, dass wir hier nach oben einfach nicht weitergekommen sind. Da war der Deckel drauf gewesen. Wir hatten das auch in der Sendung, hatte ich darauf hingewiesen, also richtig kommt sie nicht weiter. Wir hatten ein kleines 1, 2, 3, eine Extension und sind hier nach oben nicht weitergekommen. Problem ist jetzt, oder wäre jetzt, wenn wir unter 13, 19 gehen und auch unter 14, 28 bleiben, dass wir einen bärischen Druckaufbau bekommen auf diese 13, 19. Die 13, 19 ist aus dem Wochenkerzenchart eine Bodenbildung. Unter 13, 19 würde bedeuten, bei der Lufthansa die Bodenbildung von damals in Frage zu stellen. Darüber bleiben würde heißen, diesen Boden zu wahren, mit gleichzeitig auch der Wahrung eines Aufwärtspotenzials, das es dann noch geben könnte. Wir haben nicht nur die Flieger, die auf dem Boden stehen bei Lufthansa, und wir können auch eine EasyJet zum Beispiel anschauen, die auch deutlich unter Druck steht. 9,7%. Wir haben ein gewisses Reversal hier bei EasyJet, aber wir haben weltweit die Reisetätigkeit und Reiseaktivität ist natürlich jetzt das große Risiko, wenn wir es zu tun bekommen mit weiteren Quarantänezonen. Man muss sich vorstellen, die regeln jetzt eine große deutsche Stadt ab. Oder sagen wir, die regeln Frankfurt ab. Was machen wir mit dem Flughafen? Ja? Können da Flieger landen oder nicht? Also das sind alles solche Fragen, die nicht so easy sind und wo wir keinerlei Erklärungen bekommen, ob das hier stattfinden kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie ist eigentlich die Infektion mit dem Virus. Man scheint das ein wenig zu unterschätzt oder unterschätzt zu haben. So zumindest jetzt die Wahrnehmung hier am Markt. Ernst Aigner, Corona-Verdacht im Zug. Zwei Deutsche hatten Fieber, hat sich nicht bestätigt. Ja, zeigt aber die Nervosität. Danke für den Hinweis an Ernst Aigner aus dem YouTube-Chat. Wie sieht die Situation technisch bei EasyJet aus?
Man aktiv ist 1, 2, 3, top. Ja, eine laufende Bewegung und hängen jetzt so ein bisschen und festgehangen hier an der 1498, sind nicht nach oben gekommen. Man kann sich hier dann an den Fibo-Marken orientieren. Ja, und es geht ja jetzt nach wie vor darum, im SPX eben, sollte der Rücklauf weitergehen, die 3251 zu halten. Im Germany 30, wenn wir uns das große Bild nochmal anschauen, dann geht es darum, die 13.041 zu halten als Unterstützung. Der Boden, der damals entstanden ist, der Ausgangspunkt war für die Erholung, die wir seither gesehen haben, die auch neue Allzeithochs brachte. Dieser Boden wäre gefährdet, würden wir unter 13.041 sinken. Bleiben wir drüber, würden wir das Potenzial wahren, erneut der Ansatz zu einer Erholung zu sehen. Es ist grundsätzlich normal, dass ein Markt eine volle Bewegung macht und dann nochmal auf den Ausbruchspunkt zurücksetzt, um diesen zu testen. Zu gucken, mal drauf zu klopfen, ist es stabil. Wagen wir da, uns erneut drauf zu stellen oder stellen wir uns drauf und brechen dann durch? Und das ist eben die Entscheidung, die Info, die noch offen ist. Also es ist gut möglich, dass wir dorthin gehen, um das einfach zu testen. Ist das stabil dort oder ist es nicht stabil? Und um die Info zu bekommen, wie es da so aussieht. Und das scheint auch synchron zu laufen und könnte auch synchron laufen eben mit der äquivalenten 3251,90 im SPX 500, also im S&P. Um zu sehen, auf beiden Seiten, Wall Street wie auch im Frankfurter Aktienmarkt, ob hier eine Stabilität gegeben hat. Neuralgischer Punkt 13.211.23 im Germany 30. Ein Minutenschlusskurs darüber würde den 1-2-3 tief aktivieren, allerdings ohne Bestätigung vom SPX, der zwischenzeitlich ein tieferes Tief gemacht hat. Intermarket-Bestätigung, dass also das, was der Germany 30 macht, dass das auch bestätigt wird durch den SPX 500, finde ich wichtig, da dann die Validität von solchen Signalen erhöht wird. Allein den DAX für sich zu traden, birgt die Gefahr, dass man eben in ein Fehlsignal reinläuft. Vor allem, wenn man im 1-Minuten-Chart unterwegs ist, sollte man mit doppeltem Boden, vielleicht dreifachen Absicherung arbeiten, um hier nicht einem zufälligen Rauschen, anheimzufallen. Ja, und damit dann natürlich auch schönen guten Morgen in die Runde an Uli, an den Taipan. Tauern, Thomas L., Jerenzo, Mike L., Ernst Eigner, Sabrina Lordsner, Mike Hempel, Abdullah, schönen guten Morgen, Proberaum, Servus, Shorty, grüß dich, Mario L., Christian Böhm, schön, dass ihr mit an Bord seid, Listen to the Student, Nico, Short und Mike, Servus, Dennis M., Nam Kuhn. Schön, dass ihr wieder da seid. Michael Gehtke, Hugo Reis, Jeremy, Dom 1899, Endeavor, schönen guten Morgen. Auf den Markt statt erst einmal ein Kaffee. Ja. Ich habe hier auch meine Tasse. Mit I Love Trading, die sehr beliebte Tasse. Gefüllt mit Kaffee. Super Sache. Leertaste. Schönen guten Morgen, Mike. Servus. Proberaum schreibt, Inkubationszeit 27 Tage, deutsche Quarantäne 14 Tage. Finde den Fehler. Mike Campbell. Die habe ich auch, die Tasse. Die ist
Die ist beliebt. Hier Renzo schaut Kaffee mit was? Ja. Nee, nee, nee. Ich mache tatsächlich, egal welche Kaffeemaschine, ich habe einen Schuss kaltes Wasser rein. Ich hasse es, Kaffee zu trinken. Und der erste Schluck brennt die ganze Zunge weg, weil es einfach viel zu heiß war. Therefore, a bit of water. No Irish coffee. Nein, nein. Lothar A., schönen guten Morgen, Paul, Connor, Mike. Grüßt euch. Braucht man Alkohol bei dem Markt? Nein, braucht man nicht. Man muss nur mit dem Trend gehen. Don't fight the trend. No, no. Wenn ich jetzt hier long bin, brauche ich dann Alkohol? Naja. Grundsätzlich sollte man ja negative Emotionen nicht irgendwie. Naja, ist egal. Die Diskussion will ich nicht anfangen, aber dreht der Markt übergeordnet? Das ist ja die große Frage, die da dahinter steht. Und wenn wir uns jetzt den DAX nochmal komplett jungfräulich den Chart hier aufmachen, dann ist wie im Italy 40 dieser Rücklauf, auch wenn er total crazy aussieht, kein Top. Kein Top. Weil wir im Tageschart nun drei sehr negative Tage haben, ja, aber wir kommen vom Allzeithoch. Ja, also es ist technisch betrachtet, muss ein Top ja so entstehen, dass hier oben ein Abwärtsimpuls kommt, Gegenbewegung und dann tieferes Tief. Wäre sowas passiert, wäre die Situation bärischer. Sowas kann sich natürlich noch entwickeln. Allerdings wäre dann dieser Anfangsimpuls, der gefühlte 10 Kilometer lang, Gegenbewegung und dann tieferes Tief. Ja, wo soll ich da, wenn ich da unten dann das leer verkaufen würde, so ein tieferes Tief, da müsste ich ja den Stopp da oben setzen. Wer macht denn das? 1000 Punkte, also es sind keine 1000 Punkte, aber ja, also die Dimension ist ein bisschen hoch, ein bisschen groß. Also es ist kein wirkliches Top entstanden. Insofern dürfte auch erst einmal eine gewisse Entspannung angesagt sein. Im Wochenchart haben wir jetzt erst einmal die 20-Wochen-Linie, die wir testen. Auch im Wochenchart ist hier zu sehen, ist kein Top, da wir haben hier vielmehr eine Serie aus höheren Hochs, höheres Hoch, höheres Hoch. Und mit jedem höheren Hoch kommt dann auch wieder ein Rücklauf. Also Trendverhalten ist in Ordnung. Man muss jetzt im Wochenchart vor allem gucken, ist der nächste Rücklauf, wenn wir nach oben laufen, in der Lage, ein höheres Hoch, neues historisches Allzeithoch auszubilden? Ja oder nein? Wenn ja, haben wir ganz normale Fortsetzung von diesem bullischen Trendverhalten. Könnte sagen, das ist ein bisschen flach, müsste man nach oben eine richtige Entladung kommen. Aber da geht es eben um die 13.381 auf Monatsschlusskursbasis, die Ende der Woche ja ansteht. Also es fehlt so richtig die Entladung nach oben. Die haben wir zum Beispiel im Nasdaq. Da ging es halt höheres Hoch und bang, geht das Ding nach oben weg. Das fehlt im DAX. Ja, also mit jedem neuen Allzeithoch, die große Freude habe ich eigentlich nicht verspürt, egal mit wem ich gesprochen habe. Ah ja, guck mal, der DAX hat auch ein neues Hoch gemacht. Aber sonst ist so dieses, ja, yeah, jetzt geht es hier richtig los. Die Stimmung war hier niemals. Also das sieht man eben auch hier über die Wochen. Na gut, mit jedem Pünktchen, das er drüber gegangen ist, ich übertreibe jetzt, ist sofort wieder der Rücklauf gekommen. So war es jetzt auch dieses Mal. Aber es ist technisch kein Top entstanden. Insofern bräuchten wir jetzt und müssen jetzt aufpassen in den nächsten Wochen. Der Rücklauf, früher oder später, könnte er kommen, ist er in der Lage, ein höheres Hoch zu produzieren? Wenn ja, dann klar, geht es weiter. Wenn nein, dann wird es spannend, das Verhalten dann an dem dann zuvor gemachten Tief, an diesem neuralgischen Punkt 1, wenn wir dann darunter schließen, dann hätten wir im Wochenchart ein Top. Das ist nicht da bisher. Insofern ist zu früh, hier ein Abgesang auf Aktien zu singen. Technisch ist es nicht da. Aber macht ja nichts. Wir müssen uns ja auch nicht jetzt drunter oder drüber Gedanken machen, was in 5 Wochen ist, sondern können uns ja das, was in 5 Wochen geschehen wird, kann jetzt auch schon den Anfang nehmen in den kleinen Zeitebenen.
Und was mich ein bisschen misstrauisch macht an der gesamten Geschichte, ist der Goldpreis über 1525, 1532. Also als wir unter 1532 geblieben sind, so im letzten Jahr, habe ich mir noch gedacht, ja komm, so what, ja. Gold schlägt nicht aus, wir haben da kein Alarmsignal vom Goldmarkt. Die haben sogar ein 1, 2, 3 Top am Gold im Wochenchart ausgebildet gehabt an der 1532. Wer hier die Sendung geschaut hat, kann sich noch daran erinnern. Und da ein 1, 2, 3 Top und hätten wieder runterlaufen können auf 1300 im Gold. Das ist nicht passiert, sondern mit einem Ruck, mit Gewalt, da hing auch die Nachricht Iran dazu, aber das ist immer nur die Nachricht, mit Gewalt wurde dieses Top aufgelöst nach oben. Dann haben wir uns ein paar Wochen über der 1532 gehalten und jetzt diese Entladung, die wir sehen, auch intraday, wie das nach oben läuft. Also da sind richtige Kapitalumschichtungen im Gange. Und das jetzt im Kontext zu dem, was am Aktienmarkt passiert. Wir waren am Allzeithoch und gehen jetzt dynamisch zurück. Muss man im Blick behalten. Ja. Wir hatten Phasen in den letzten zwei Jahrzehnten, wo Aktien gestiegen sind, auch das Gold gestiegen ist. Aber in der Zeit, wo das Gold sehr dynamisch gestiegen ist und jetzt hier von dem Bärenmarkt in den Bullenmarkt potenziell drehen könnte, muss man beobachten, was das dann für die Aktien bedeutet. Ob es weiter so ist, dass Aktien und Gold parallel gekauft wird oder nicht, das sind lauter solche Fragen, die man sich jetzt derzeit stellen sollte. Was bedeutet dieser Goldanstieg? Christian Schenk fragt, er jetzt langjähriger CMC-Trader, kann ich jetzt eine Tasse bekommen? Ich weiß gar nicht, ob wir viele von diesen Tassen jetzt noch haben. Am besten melde dich mal bei den Kollegen. Aber ich will jetzt hier nicht hier im Livestream Tassen versprechen, die wir nicht haben. Also ich weiß es nicht. Ich habe die jetzt im Schrank gefunden und mir geholt. Ob wir da noch welche haben, muss ich mich erkundigen. Machen wir es mal so. Ich glaube, ich bekomme hier Ärger, wenn ich hier im Chat den Leuten Tassen verspreche. Dann kommen die Kollegen und sagen, was hast du denn da gemacht? Die WHO ist in Wuhan eingetroffen. Gestern und heute wurden Personen, die bereits als geheilt entlassen wurden, erneut getestet. Thomas Reinhardt schreibt das im Chat. Boris Mega schreibt, wird mal Zeit für eine Gewinnauslosung bei CMC. Tassen zu gewinnen, jawohl. Das wäre doch was. $16,81,10 im Goldpreis überschritten, 2,4% im Plus. Und bisher keine Signale, die darauf hindeuten, dass hier ein Tief entstehen könnte. Der Germany 30 hier mit einem Trendsignal und macht eine Serie aus tieferen Tiefs und tieferen Hochs, bräuchte einen richtigen Aufwärtsimpuls. Und Philipp fragt nach Pfeiffer Vakuum, die kann ich gerne mir anschauen. Pfeiffer Vakuum. Ich mache mal den DAX, schiebe ich ein bisschen weg. Man sieht hier immer noch, was passiert. Wenn was Entscheidendes passiert, mache ich den auch wieder größer. Erstmal Wochenkerzenchart. Na, da sieht man es auch schon. Abwärtsimpuls 25. November. Es ist halt, ja, also man muss halt sagen, sie haben es versucht, über die 149 drüber zu kommen. 149,65 ist der Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 Trendwendemuster. Aber man muss bei sowas aufpassen, bei so einem bullischen Druckaufbau, dass die Aktie möglichst
nach einem Test höhere Hochs macht. Ja, wenn man das bei Pfeiffer Vakuum mal anschaut, es ist ja so, wir haben ja hier ein 1, 2, 3. Ja? Und dann wurde es hier bärisch bestätigt von unten der Widerstand und damit das Top immer wieder reaktiviert und dann haben sie untere Ziele wieder angelaufen. Ja, und so pendelt das die ganze Zeit hin und her. Hier hat sich die Situation verändert, vor allem mit dieser Kerze. Nur ist dann, danach wäre möglichst dieser Impuls, möglichst nach oben hätte der sich verlängern sollen und vor allem hier an dieser Kerze, an diesem Tag, am 4. Januar oder in der Woche vom 4. Januar, da hätte es nach oben laufen müssen. Hat nicht geklappt, sondern ist nach unten gegangen und dann hat er halt getestet und so richtig auf Wochenschlusskursbasis, man sieht es hier auch, die Hochs sind immer tiefer geworden. Das sollte halt nicht passieren, sondern es sollte schon ein Interesse sichtbar sein, diesen Punkt wirklich zu kaufen. Und danach, nach zwei Tests oder so, sollte ein höheres Hoch kommen. Und es sollte nicht tiefere Hochs hier reinkommen. Ja. Auf Wochenschlusskursbasis muss man aber auch dazu sagen, wer weiß, was diese Woche noch bringen wird. Es könnte auch sein, dass auf Wochenschlusskursbasis die Aktie wieder über 149,65 schließt, also ein Reversal macht. Muss man jetzt beobachten, auf Wochenschlusskursbasis entscheidet aber jetzt oder könnte diese 149,65 darüber entscheiden, ob wir eine erneute Aktivierung vom Top bekommen oder ob wir das abwenden. Abwenden dann, wenn wir drüber schließen, aktivieren und reaktivieren dann, wenn wir drunter schließen. Den Chart stelle ich auch ins Chartform für alle, die ein Demo oder Live-Konto bei uns haben können. Darauf zugreifen. Und ein neuer Rekord hier auch bei den Zuschauerzahlen. Herzlich willkommen an alle, die bisher nicht zugeschaltet haben. Wir haben 414 Leute hier an Bord. Danke für euer Vertrauen. Dieses Format gibt es jeden Tag zwischen 9 und 10 Uhr. Börsentäglich, bin wirklich jeden Tag hier eine Stunde. 8 Uhr ist dann immer CMC Espresso, der Tagesausblick. 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Gibt es auch noch mal 30 Minuten Live-Sendung zur US-Eröffnung. Die wird heute auch sehr spannend sein zu sehen und anzugucken. Was die Wall Street aus der Geschichte machen wird. Also ich lade euch herzlich ein, auch hier in den nächsten Tagen einzuschalten, wenn ihr wollt. Und euch auch im Chat einzubringen. Im YouTube-Chat habt ihr die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, Wunschanalysen zu äußern, zu allem, was per CFD bei CMC Markets handelbar ist. Nur das kann ich hier im Chat auch aufrufen. Martin K. fragt nach Trendwendemuster 1, 2, 3 tief im DAX. Mir gefällt es nicht wirklich, ja, weil die Geschichte ist ja, man müsste ja hier im SPX ein 1, 2, 3 haben. Das wurde jetzt dann getestet, also eigentlich ja, ist aber nicht so wirklich impulsiv. Und im Germany 30 ist das im Grunde auch ein 1, 2, 3. Wir haben es auch getestet, also ja, sehr flach, ja, ist da. Aber das ist so fast seitwärts entstanden, dieses 1, 2, 3 tief. Was ich halt optimalerweise möchte, ist ein Aufwärtsimpuls, ja, sowas mit klaren Zacken. Und das, was wir jetzt hier haben, ist halt irgendwie sowas, ja. Reicht auch, weil er macht jetzt erstmal keine tieferen Tiefs. Aber
Was das 1-2-3-Muster angeht, man kann es nicht wirklich sauber definieren. Also jetzt eine mathematische Formel dafür, um eine Mustererkennung zum Beispiel zu programmieren, würde mir schwerfallen, weil es etwas doch sehr Optisches ist, Subjektives ist. Und umso idealer es halt nach dem links aussieht, umso besser und umso mehr es in Richtung von dem, wie es rechts aussieht, was ich da als Skizze gezeichnet habe, umso suspekter wird die ganze Geschichte. Also ich würde da eher, muss man selbst entscheiden, welcher Grad von, wie optimal es aussehen muss, damit man es macht oder das gelten lässt. Vielen Dank für die Glückwünsche, Michael, Proberaum, Boss Mega und Peter S. Vielen Dank dafür. Sehr nett von euch. In der Hubei-Provinz, eine Stadt namens Xianing, der Bürgermeister dort hat Angst, dass es zu einem Rückschlag kommen wird, was das Coronavirus angeht, und dass es noch einmal zu einem Aufflackern von den Infektionen kommen wird. Das ist ein bisschen die Angst, ja. Die heben die Quarantäne auf und dann geht es erst richtig los. Das war, glaube ich, diese Nachricht hier, die diesen Abfall hier verursacht hat. Diese Xianing-Nachricht. Es soll ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden. Das ist ein außerordentlicher Parteikongress am 25. April oder 9. Mai geplant. Vorsitzender, who knows? NTV berichtet das. Chinas Tourismusministerium spricht eine Reisewarnung gegen die USA oder für Reisen in die USA aus, fühlen sich unfair behandelt durch die USA, weil die USA übertreiben würden bei der Epidemieprävention. Also ein bisschen da im Hintergrund auch rumgeflackert und rumflackert ist immer noch die Frage, wird sich China an die Abmachungen halten aus diesem Phase 1 Handelsabkommen? Das ja nichts anderes ist als ein Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung. Ja, guck mal, wir vereinbaren, was wir jetzt als nächstes machen wollen. Darum, jetzt geht es eben um die Compliance von dem Ganzen, also dass sich auch beide Parteien an das Verabredete halten. Aber kann sich China noch daran halten? Ist die Kapazität überhaupt da? Ist es überhaupt noch zeitgemäß für die Situation, in der sich China jetzt befindet? Man hat dann immer von beiden Seiten auf Anfragen von Journalisten gesagt, ja, ja, wir halten uns da dran, kein Problem, hier gibt es nichts zu sehen, geht bitte weiter. Aber naja, weiß man alles nicht so richtig, ist nicht so einfach. Weltgesundheitsorganisation wird am Dienstag nach Italien sich begeben, um die Situation dort zu bewegen, zu bewerten. China hat das Parlament, da gibt es ein Jahrestreffen, das verschoben. Italien plant oder wägt ab, ob sie Steuersenkungen machen sollen, finanzielle Stützen. Die Leute, man könnte jetzt auch den Leuten ermöglichen, Hypotheken, Zinszahlungen
oder Hypothekenzahlungen insgesamt, dass die Leute das ein paar Monate nicht zahlen können wegen dem Virus. Das wird jetzt erwägt, also. Es gibt viele Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken an diesem Montagmorgen. Die Nachrichten sind not so nice, aber noch einmal an der Stelle jetzt. Es gibt auch irgendwann so einen Trübsal-Overload, will ich es mal nennen. Und wenn der erreicht ist, dreht der Markt. Oder kann er drehen? Das ist aber keine Garantie. Und daher, jetzt, wenn ich jetzt Nachrichten lesen würde, würde ich sagen, oh mein Gott, ich bin eher negativ, dann habe ich so ein Bauchgefühl, mit dem ich dann an den Markt gehe und mit dem ich handle. Oder ich gehe systematisch an die Sache ran und sage, okay, jetzt ist Bewegung da, wo wird es denn interessant? Und genau das ist ein systematischer Ansatz und da ist es nach meinem Dafürhalten im Stundenchart nun wichtig, im Germany 30 auf die damalige Bodenbildung zu achten, vom 3. Februar. Und wir haben damals ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet im Germany 30. Die 13.041 ist die dazu passende wichtige Marke, deren Halten und Verteidigen die damalige Bodenbildung bestätigen würde, deren Bruch nach unten die damalige Bodenbildung in Frage stellen würde. Das wäre also die bärische Entwicklung. Im SPX ist die entsprechende Marke im Stundenchart, wenn man da mal rauszoomt und sich das anschaut, ist die analoge Marke dazu die 3251. Und es ist gut möglich, dass der Markt genau diese Marke sehen möchte, um zu testen, hey, ist das eine Unterstützung, die stabil ist oder ist auch dort unten keine Stabilität mehr? Und mit der Info, ah ja, da ist Stabilität oder nicht, kann man dann weiterarbeiten. Ohne die Info, naja, muss man halt mutig sein, ja, mal so salopp gesagt. Also es kommt in solchen nachrichtengeladenen Situationen, wie wir sie jetzt haben, neigt der Markt oft dazu, ich will ja nicht sagen, dass wir uns dort jetzt hinbegeben oder dorthin fallen, aber in solchen Situationen neigt der Markt noch einmal an solche neuralgischen Punkte zurückzugehen, um eben zu gucken, hey, ist das stabil, kann man hier drauf noch aufbauen oder ist auch das zu hoch und müssen wir zum nächst tieferen dann gehen. Insofern könnte man sich daran orientieren. Deckelnd wirkt jetzt die 20-Minuten-Linie im SPX, oben rechts hier zu sehen, die fallende Linie. Da ist die EMA 20, 3267. Und auf der linken Seite im Minutenchart 13.139, deckelnd im Germany 30. Ich habe keine Ahnung, warum da nicht die 20-Minuten-Linie eingezeichnet ist. So, jetzt ist sie da auch da, deckelnd wirkend, die 20-Minuten-Linie und auch die 61,8er Fibo-Extension eben bei 1,39,1,40 da oben. Und worum es jetzt geht, ist, kann der Markt jetzt hier ein tieferes Tief machen oder verteidigt er das? Bisher hier eben optisch betrachtet kein richtiger Impuls nach oben. So eine gewisse Stabilisierung mit vorläufig keinen tieferen Tiefs, aber eben kein richtiger Impuls, kein richtiges 1, 2, 3 Tief, das hier entstanden ist. Man kann sagen, es ist ein Lala 1, 2, 3 Tief entstanden.
Jirenzo schaut Jochen, der Impuls 1 hat doch 15 Punkte, fällt nur bei langen roten Kerzen nicht so ins Auge. Ja, ideal sieht es trotzdem nicht aus, auch wenn aufgrund der Volatilität natürlich eine andere Punktzahl im Vergleich zu einem ruhigen Tag wäre ein Impuls um 15 Tage ordentlich. Aber wir haben ja den ganzen Tag heute eine höhere Volatilität. Also ist 15 Punkte relativ wenig tatsächlich. Und damit ist die Aussage, fällt nur bei den langen roten Kerzen nichts ins Auge, ja. Wir müssen schon auch für diesen starken Abwärtstrend einen gescheiten Gegenimpuls bekommen, der auch zu der Volatilität des Tages passt, damit da der alte Trend umgekehrt werden kann. Natürlich kann er jetzt auch umgekehrt werden mit den 15 Punkten, insofern ich will da gar nichts dagegen sagen. Nur, ich will nur darauf hinweisen, dass es nicht ideal ist. Das war alles. Ja. Man muss selbst dann rauslesen und entscheiden, okay, reicht mir das oder reicht mir das nicht? Wie gesagt, dieses 1-2-3-Muster ist halt doch am Ende vom Tag was eher dann Subjektives. Man sagt, okay, ja, das weiß ich ideal aus. Muss man selber dann entscheiden. Am Ende vom Tag geht es nicht darum, wer hat Recht, sondern wichtig ist, eine Risikobewertung zu machen. Ja? Welches Risiko kaufe ich mir? Wenn ich in Position eingehe, Long oder Short, oder mache irgendeine marktneutrale Situation, ich kaufe irgendein Risiko. Ja? Und das Risiko kostet was? Das ist quasi der Einstieg bis zum Stopp. Bis ich, oder im negativen Sinne, wann steige ich aus? Dann kann ich es bewerten, was das Risiko kostet. Und dann muss mir bewerten für das Risiko, für den Preis, den ich dafür bezahle, für das Geschäft, was springt dafür potenziell raus. Und dann muss ich halt das Risiko bewerten. Ja? Wie ist die charttechnische Situation, wie ist die Volatilität, wie ist das Muster, wie ist die Güte des Signals, wo komme ich rein, wo kann ich einen Stopp setzen, ne? All diese Dinge. Und da kommt man eben von der reinen Analyse, was ich hier mache, zum konkreten Umsetzen als Trader. Ja, also was ich hier mache, ist ja Chartanalyse, so eine Einordnung, wo sind wir jetzt im Kontext und benutze dafür die Eröffnungshandelsspanne, Candlesticks, höhere Hochs, höhere Tiefs, 1-2-3-Muster, Fibonacci-Projektionen, Intermarket-Analyse. Ich gucke mir an, was ist so der Background, was die Nachrichten angeht, aber ich lasse mich von den Nachrichten nicht als erstes leiten, sondern immer vom Chart als erstes und fügt es so zusammen und dann komme ich zu einem Analyseergebnis. Und dann muss man ja, wenn man so ein Analyseergebnis hat und sagt, okay, da ist jetzt ein 1, 2, 3 Top entstanden, was mache ich denn damit? Ist es, wenn es entsteht, gehe ich sofort Short oder warte ich auf den Rücklauf, gehe dann Short oder mache ich eine Teilposition? Das sind alles so Entscheidungen, Überlegungen, die man treffen muss und sich davor überlegt haben muss, bevor der Markt aufmacht, dass man sagt, okay, ich gehe beim Rücklauf rein oder ich nutze noch andere Kriterien. Ich habe irgendwelche Oszillatoren oder Indikatoren und dann habe ich mir das alles aufgeschrieben, genau verfasst. So ist der Ansatz. Wenn das Signal da ist, dann mache ich das und das. Wenn das Signal gut läuft, mache ich das und das. Wenn es nicht ideal läuft, mache ich das und das. Also so einen strategischen Plan. Macht ja auch Spaß, ja, sowas zu machen. Und das kann man dann eben auf Basis von Backtests machen, dass man sich einfach historische Charts anschaut, ja, welche Alternation gibt es denn von so einem 1-2-3-Muster zum Beispiel? Wie kann das optimal aufgelöst werden? Was ist der schlechteste Fall? Und wie kann ich selbst im schlechtesten Fall möglichst vermeiden, dass ich einen Verlust mache? Ja, wenn es nur minimal aufgelöst wird und dann eben in die Gegenrichtung wieder läuft, wie sichere ich mich dagegen ab?
Das sind alles solche, ja, das sollte im Businessplan von jedem Trader drinstehen. Ja. Peter S. schreibt, DAX und Co. jetzt zu handeln, ist jetzt einfach mega gefährlich und kostet im Regelfall viel Geld. Man muss auf eines aufpassen, die Volatilität. Ist tatsächlich das, was Lorenzo geschrieben hat. Pass mal auf, also von hier bis hier sind schon 15 Punkte. Ja, genau. Wäre schon ein super Einwurf gewesen. Weil das Ding ist ordentlich, ja. Das bewegt sich richtig stark. Man kann auch über einen Indikator, der nennt sich ATR, gerade mal die durchschnittliche Schwankung anschauen. Das sind 15 Punkte pro Minute. Ja, hier waren sogar 16,8 Punkte. Also man sieht jetzt die Volatilität, ja, von dem Ding. Das muss man im Blick behalten. Ja? Evotec und Bechtle fragt Proberaum. Evotec, wo ist sie? Da ist die Evotec. Da habe ich auch einen Chart veröffentlicht. Ja, gut. Wir haben ein aktives 1, 2, 3 Tief. Laufende Bewegungen hängen jetzt an dem 1,618 herum bei 23,66. Da muss man halt abwarten, in welche Richtung es da geht. Problem ist, dass jetzt im Verlauf des Februars da oben ein Top entstanden ist. Ja, ich nehme an, du siehst das. Also hier ein 1, 2, 3 Top. Das heißt, das Tief vom 13. Februar gilt es zurückzuerobern. Bechtle. Letztes Pro, also Bechtle, ja, also brutal aufwärts. Letztes prozyklisches 1, 2, 3 Trend Fortsetzungsmuster reichte bis 140,99. Ja, sollten wir da nicht drüber schließen, wäre dann ein Rückfall durchaus denkbar zum Ausbruchspunkt 110,85. Schließen wir über 140,99, könnte sich die Bewegung nach oben fortsetzen. Also hier ein 1, 2, 3 Trendfortsetzungsmuster. Man kann sich an den Fibonacci-Marken orientieren. Der Chart ist auch im Chartforum zu finden. Bechtle hier wie viele andere Werte. Ordentlich unter Druck. Aufgrund von nun Gewinnmitnahmen, wo viele natürlich heute auf die Idee kommen, kann man doch mal nutzen. Ich sage an der Stelle Dankeschön, ich lade euch ein. Viertel vier, 15:15 Uhr bin ich wieder für eine halbe Stunde da. Mal gucken, vielleicht machen wir auch länger dieses Mal, je nachdem, was los sein wird. Achtet jetzt auf die 3251,9 im SPX 500. Achtet auf 13.041,87 im Germany 30. Sollten wir dorthin gehen? Wie ist das Verhalten vom Markt in diesem Bereich? Wenn ihr dran bleibt hier, kann ich mich auch während der Zeit bis Viertel vier heute Nachmittag nochmal melden. Spontan. Ja, das soll es gewesen sein für den Moment. 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr bin ich dann da zum CMC Barbecue, dann zur US-Eröffnung. Werde euch dann spätestens da dann nochmal ein Update geben. In dem Sinne, ja, gute Trades, viel Erfolg bei euren Geschäften und wie immer natürlich danke fürs Einschalten. Ciao.